Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's mit dem NCPD-Auftrag. Okay, ich dachte eigentlich, ich könnte ihn ins Auto packen. Wahrscheinlich zu früh gefreut. Aber das ist eine Mülltonne. Hat auch niemand bemerkt. Ich versuche das vielleicht wieder zuerst leise zu sichern. Was ist das? Überwachungskamera. Miguel Rodriguez, das ist der Chef. Ich könnte natürlich auch ein paar Dinge hacken. Olga Smirnov, Miranda Williams, einfach so zum Spaß, das Ablenkungsmanöver, Sachen in die Luft jagen. Zum Beispiel das da. Dann läuft einer hin zumindest. Oder auch nicht. Da kann ich bloß ein Ablenkungsmanöver machen. Da sind ziemlich viele Leute. Sorry, dass ich gerade ein bisschen ruhiger bin, aber okay, da sind Bewohner, das ist doof. Okay. Lass mal kurz schauen. Schalldämpfer. 100% Schaden im Stealth-Modus. Okay. Was für dich? Und was liegt denn hier schönes rum? 330% recommended
die Beine. Sieht ihr das? Rein mit dir. Das bringt viel Stealth Kills. So, das bringt, ja. Deutsch. Ich und Deutsch. Wir werden uns nie anfreunden. Fünf BD. Okay, 1C. 5. 5 BD. Nice. Okay, da ist der Chef. Den lasse ich vorerst außen vor. So, okay, das... Hä? Da kommt man nicht rein. Okay, das wird schwieriger. Da ist auch noch eine. Okay, das ist schwierig hier drüben. Ne, der hätte mich gesehen dort. Da hinten ist noch jemand. Okay, von hier kann ich nichts ausrichten, glaube ich. Die muss ich jetzt umdrehen, ja. Und schnell hier rein. Es läuft gut bisher. Ich versuche das langsam anzugehen. Hat nichts gebracht.
der anderen. Lass mich den mal verräumen, bitte. Okay, ich versuche die bloß ein bisschen zu stretchen, die Leute. Looks like someone wants to... Kann ich den auch noch da rein tun? Passt das? Hat er noch Platz? Der hat noch Platz. Why not? Das läuft gut. Okay, schaut genau zu uns. Kann man nicht mit der Überlastung, was passiert da? Explodiert das Ding dann? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Gäbe es halt auch noch sowas, aber da ist niemand in der Nähe. Oh, da hat Samin. Kontrollübernahme. Irgendwie muss ich doch was machen können. Um die Leute hier aufzuteilen. Einfach mal ein paar Sachen anschalten. After the break, we ask experts how they see our cycle rebounding from the crisis.
Einer weniger. Hallo? Leise rieselt der Schnee. Okay, jetzt gibt's bloß noch die in der Mitte. Und die zwei dort hinten. Du bist gerettet. Ihr seid alle gerettet. Könnt von hier nachher abhauen, Leute. Solange ja noch niemand Wind bekommen hat davon, ist alles gut. Und so sieht's auch aus. Ich bin ein guter Assassine. Zumindest jetzt hier in diesem Game gerade. Aber da haben wir zwei Leute. Die wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sind wegzubekommen. Okay, ich könnte ne Dings schmeißen. Eine Blendgranate. Und beide mit der Schrotze wegmachen. Badaboom! Zwei Leute haben uns entdeckt, aber damit kann ich ziemlich gut leben. Ich habe das mit Bravour gemeistert. Würde ich mal sagen. Dass sie hier tot rumhängt, hat niemand gemerkt. Archivierendes Gespräch, Ines und Roger. Guten Tag, Officer.
Was willst du? Wir organisieren einen kleinen Familienausflug in den Süden und hoffen, dass wir an der Grenze keinen Ärger bekommen. Das wird teuer, verdammt teuer. Die da oben machen uns Druck. Überall Kameras, ständig Kontrollen. Verstehe, die Summe zu erhöhen sollte kein Problem darstellen. Wo ein Wille, da ein Weg, oder wie sagt man so schön? Okay, ich schicke dir die Kontonummer und eine Anweisung zur Höhe des Betrags. Selbstverständlich, Sir. Ich erwarte Ihre Nachricht. Tja, hat dir nichts gebracht. Gibt's irgendwo in einem Auto noch was Spannendes? Wahrscheinlich nicht, ne? Bisschen Money. Ein bisschen Dollares. Archiviertes Gespräch Miguel Rodriguez und Alan Narvas. Wir bereiten neuen Transport vor. 20 Leute, wenn alle überleben. Wo können wir die aufbewahren? Bei Mercado Sonora kriege ich 12-15 unter, maximal. Kein Problem. Ich sorge dafür, dass es 5 nicht bis dahin schaffen. Ich sage Bescheid, wenn wir über die Grenze sind. Okay, halt mich auf dem Laufenden. Neuer Wagen. Habe uns einen neuen Wagen besorgt. 8 Sitze, passen aber 20 Leute rein. Verklebte Fenster, Türen nur von außen zu öffnen. Ich bring die Karre morgen vorbei. Du besorgst uns neuen Fahrer, der sich auf den Straßen von Nevada auskennt und findest heraus, wenn wir bei Militech schmieren müssen, damit wir an der Grenze keine Probleme bekommen. Menschenhandel also? Oder Menschenschmuggel besser gesagt. Das war also ihr Geschäft hier. Ja, damit hätten wir auch ein bisschen Schaden anrichten können. Schöne Musik. Ja, ich glaube, wir haben alles, was es hier zu holen gibt. Wieder was gemeistert. Und dann ist auch schon wieder Zeit für eine kleine Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Cyberpunk 2077. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.